Moin, hier ist Robert und heute wird es absolut verrückt, denn heute werde ich dir verraten, was ich an einem Wochenende von 11 jungen Millionären gelernt habe. Hintergrund ist, dass ich vor 2 Wochen bei einer Mastermind in Barcelona eingeladen war und die Voraussetzung war, dass das eigene Unternehmen mindestens 1 Million Jahresumsatz macht, wenn nicht sogar mehr. Und in dieser Folge werde ich dir verraten, was ich von den anderen Unternehmern gelernt habe, was für mich auch komplett neu war. Ich werde dir ganz genau verraten, wie sie alle gestartet sind, was du daraus lernen kannst. Und vor allem Punkt Nummer 5 hat mich dann doch komplett überrascht. Und insofern sieh dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Hier wird richtig viel Gold in dieser Folge drin sein. In einer ersten Vorstellungsrunde hat jeder kurz verraten, wer er ist, was sein Unternehmen macht, wie viele Mitarbeiter hat etc. Und ich saß in dieser Runde mit den anderen und dachte mir so, krass, was manche in ihrem Alter schon aufgebaut haben. Denn tatsächlich waren Leute dabei, die Anfang, Mitte 20 waren und die mittlerweile große Firmen geführt haben. Und ich dachte mir so, krass, wie kann man das in dem jungen Alter schon aufgebaut haben? Über das Wochenende kam aber heraus, dass wirklich jeder von ihnen extrem viel schon experimentiert hatte. Das bedeutet wirklich, jeder davon hatte schon tausende Geschäftsideen gefühlt durch. Der eine oder andere ist halt dann wirklich mit 16 oder 17 schon aus dem Kinderzimmer gestartet. Und das Einzige, was ich für mich mal wieder mitgenommen habe, ist, dass gerade am Anfang der Selbstständigkeit experimentieren extrem wichtig ist. Ich habe Pfeffermühlen auf Amazon verkauft. Ich habe Amazon Agenturgeschäft gemacht. Ich habe dann digitale Marketingberatung gemacht. Und die Liste an Projekten, die ich gemacht habe, ist gefühlt endlos, um am Ende bei diesem einen Case rauszukommen, den ich heute tue. Das habe ich von den anderen auch mitgenommen. Und das ist auch etwas, was du direkt umsetzen kannst, wirklich sich gerade nicht am Anfang zu verrückt zu machen, dass man irgendwie noch nicht die eine Sache getroffen hat. Man muss 100 Bälle hochwerfen, um den einen am Ende zu fangen. An dem Wochenende hatte ich wirklich die Chance, mit jedem ausführlich zu sprechen. Und das Verrückte ist, dass jeder irgendwann im Gespräch sein Vision Board erwähnt hat. Und tatsächlich habe ich das immer so ein bisschen abgetan und beschmunzelt und gedacht, hey, Vision Boards, ob das wirklich was ist oder ob das nur Hokuspokus ist. Nach dem Wochenende und nachdem jeder das erwähnt hat, wurde mir klar, hey Robert, da musst du ran. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich dir direkt mitgeben kann. Denn was ist das Coole am Ende an Vision Boards, dass man sich erlauben kann, mal wieder groß zu träumen, zu spinnen, was selten irgendwie erlaubt ist, dass man wirklich sich überlegen kann, was will man für verrückte Sachen in seinem Leben erreichen. Und wirklich direkt den Tag danach, als ich wieder angekommen bin, habe ich mich eingesperrt und mein eigenes Vision Board gebaut. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel es auch in mir ausgelöst hat. Und dabei ist gar nicht die Frage, ob man das jetzt in 3, in 5, in 10 oder in 20 Jahren erreicht. Aber wirklich sich mal wieder zu erlauben, groß zu träumen, löst immens viel in deinem Kopf aus. 2 Dinge waren an dem Wochenende extrem spannend zu beobachten, die nichts direkt mit Business zu tun hatten. Und zwar am ersten Abend sind wir Tapas essen gegangen und es war natürlich spannend zu sehen, was die Leute so zu essen und zu trinken bestellen. Der Kellner kam und alle haben alkoholfreies Bier, alkoholfreies Bier, alkoholfreies Bier, Wasser, alkoholfreies Bier. Und das war für mich die erste Erkenntnis, krass, jeder hat am Ende auf dem Zettel, dass Alkohol ihm, glaube ich, nicht so ganz gut tut und ich bin nicht der einzige Verrückte, der alkoholfreies Bier sich bestellt. Am nächsten Morgen in der Location, wo wir waren, gab es ein eigenes Fitnessstudio, war das Ding voll. Fast jeder ausnahmelos war in diesem Fitnessstudio und hat trainiert. Was ich daraus für mich mitgenommen habe, ist, dass man gerade unternehmerisch und in der Businesswelt sich immer sehr darauf verstreift, was man fachlich macht, was Strategien sind, aber jeder der Jungs hat es verstanden, alle seine Lebensbereiche zu perfektionieren und auch wirklich im Fokus zu haben. Sei es Ernährung, sei es Sport, sei es Schlaf, sei es Meditation, sei es Breathwork, all solche Themen, Journaling, hatten alle auf dem Zettel. Und das war spannend zu sehen, dass wirklich Unternehmertum ein multidimensionales Spiel ist und dass es nicht nur darum geht, fachlich irgendwie extrem gut zu sein, sondern wirklich alle Lebensbereiche im Fokus zu haben. Ein Satz hat sich durch das gesamte Wochenende durchgezogen und zwar, ich bin extrem dankbar für alles. Das habe ich von fast allen über das gesamte Wochenende gehört und das war extrem spannend zu hören. Und natürlich kannst du jetzt sagen, na klar sind die dankbar, die haben ein Millionenunternehmen aufgebaut. Wenn die nicht dankbar sind, wer dann? Und das ist ein riesen Trugschluss, denn einige davon kenne ich schon, seitdem sie wirklich im Kinderzimmer gefühlt gestartet sind mit ihrem Unternehmen. Und schon da waren sie extrem dankbar, demütig und zufrieden mit dem, was sie hatten. Und ich glaube auch, dass es wirklich die Verlierer von den Gewinnern langfristig unterscheidet. Denn die Gewinner werden zu jedem Zeitpunkt, egal ob sie wirklich in der Einzimmerwohnung sitzen und gerade keinen Auftrag haben, dankbar und zufrieden sein, dass sie überhaupt diese Chance haben, diesen Weg einzuschlagen. Und das ist auch etwas, was ich für mich selbst nochmal mitgenommen habe, wirklich nichts irgendwas hinterher zu hecheln. Wenn du, was weiß ich, die Millionengrenze knackst oder 10 Millionen knackst, dann bist du irgendwie zufrieden. Sondern dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt mit dem, was man hat, eigentlich zufrieden
zufrieden sein muss, dankbar dafür sein muss und dass daraus eigentlich die besten Erfolge am Ende auch entstehen. Ich muss gestehen, ich habe das Wochenende natürlich Ausschau gehalten nach der einen magischen Formel oder Idee, die mir die Jungs verraten. Und leider bin ich an der Stelle enttäuscht geblieben und das ist tatsächlich auch das, was ich ein bisschen dir am Ende mitgeben möchte und relativieren möchte, ist, dass diese Jungs auch nur mit Wasser kochen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass viele davon extrem früh gestartet sind. Also fast alle haben mindestens einen Track Record von irgendwie über 5 Jahren, dass sie da hingekommen sind, wo sie heute sind. Und gleichzeitig, was ich in Idee 1 auch gesagt habe, wirklich 1000 Ideen, Geschäftsmodelle ausprobiert haben, um am Ende ihren Kern und ihre Erfolgsformel zu finden. Und deren Erfolgsformel wird auch nicht deine Erfolgsformel sein. Was ich aber daraus erlebt habe, ist, dass alle unglaubliche Freude an dieser Reise als Unternehmer haben, dass sie immer dran geblieben sind, dass sie verdammt viel gearbeitet haben, dass sie unglaublich dankbar entlang des Weges sind, aber ultimativ auch nur mit Wasser kochen. Und das bedeutet, das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte, dass wirklich schnell und hibbelig reich werden keine Formel ist, sondern dass wirklich diese Beständigkeit, lange Dinge zu tun, sie richtig gut zu tun, dass daraus diese Folge entstehen und nicht über ein Wochenende. Einfache Frage an dich, hast du schon ein Vision Board oder musst du dich nach diesem Video direkt ransetzen? Schreib es mal gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über ein Like freuen, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Wie gesagt, unter allen Kommentaren unter meinen Videos verlosen wir einmal pro Monat 5 Lizenzen für unseren Social Selling Accelerator. Alle Details dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.